Schätzele? Jo, darfst du schön schlafen, gell? Jo. Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute mal wieder von meinem Sofa. Der Lenny hat sich eigentlich gerade, bei mir hat er sich's gemütlich gemacht. Er wollte jetzt schlafen, aber ich glaube, jetzt meint er, wird er mal spielen. Er hält schon auch schon nach seinem Spielzeug. Lenny, kannst ruhig weiter schlafen, gell? Ja, ich führe euch heute jetzt durch mein neuestes Video. Und das ist das Video, wo ich in dem Wanderheft, oder jetzt ist ein Wanderbuch, eine Seite gestalten werde. Oder ich habe es ja schon gemacht. Das Wanderbuch, falls ihr das Video nicht kennt, das verlinke ich euch irgendwie oben oder unten. Das war ein Wanderheft. Das habe ich ja, Video dazu heißt Mission, rette das Wanderheft oder rette das Wanderbuch, irgendwie sowas. Da habe ich so ein Wanderheft quasi gerettet. Ernsthaft, Lenny, nicht das. Okay, das ist zu laut. Ist immer das Gleiche mit uns zwei. Kannst du ruhig wieder daher kommen? Komm da. Kannst du schlafen? So, da, komm her, Schatz. Ja, fein, Schatz. So, jetzt ist das schön Eiermacher. So ist gut, prima. Hoffen wir, dass er das jetzt mal auf mich hört. Wäre mal nicht schlecht. Dann sind wir mal nicht gestört von dem Schätzel. Ja. Ja. Wo waren wir? Ah ja, ich habe das Wanderheft gerettet. Also ich habe es einfach größer gemacht, dass die anderen Leute, die jetzt noch drin arbeiten, möchte auch noch eine Chance haben dazu. Ich habe es auch gemacht. Das ist jetzt das Video, wo ihr jetzt gerade angeschaltet habt. Da gestalte ich jetzt eine Seite drin. Und ja, ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, es stockt ein bisschen in unserer Wanderheftgruppe. Ich glaube, dass es einfach viele Leute oft schwerfällt, so eine Seite zu gestalten. Also da denkt man vielleicht, ah, das ist einfach, da mache ich mit in so einer Gruppe oder so. Und es findet sich jetzt gerade auch wieder eine aktuell neue Gruppe, so viel ich mitbekommen habe, finde ich toll. Und dass die Leute dann da Lust haben, das zu machen. Und dann wäre es aber auch toll, wenn sie sich dann auch wirklich getrauen und es auch irgendwie, ja, also nicht jedes Mal in Panik verfalle, wenn dann so ein Heft da ankommt. Also so sage ich mal ganz grob. Das gilt nicht für jeden, aber ich glaube, es gilt schon für manche, wo dann einfach denke, oh mein Gott. Oder wo halt einfach viel YouTube gucke oder so und denke, oh, die macht das so toll und so kriege ich das nicht hin und dann traue ich mich erst gleich gar nicht, das anzufangen oder so. Ich meine, ihr seid ja da in einem Heft unterwegs, was euch gar nicht hört. Ich mal Hallo sagen. Ich weiß nicht, sehen wir ihn. Obila, da ist er. Der Schätzel. Ja. Der ist müde, der schläft eigentlich immer um die Uhrzeit. Und da ist der Schlafer. Ja, also, eben, es geht darum, finde ich, dass man die Angst überwinden sollte, einfach aus sich zu vergleichen oder einfach zu denken, ich kann das nicht oder ich mache das, ich mache lieber gar nichts. Auch wenn das jetzt im fremden Heft stattfindet und nicht in eurem eigenen. Ich finde, dass der Charakter von einem Wanderheft ist ja derjenige, dem das Heft gehört, der freut sich definitiv, dass da irgendwas drin passiert ist. Und egal wie es aussieht, jeder hat seine eigene Handschrift und bei jedem sieht es natürlich anders aus. Und das ist ja auch das Interessante. Am Ende, wenn das Heft zu euch zurückkommt, also bei uns sind es jetzt noch, ich glaube, 10 Teilnehmer, wenn das Heft zurückkommt, also sind mindestens von 10 Leuten, ist da irgendwas drin gemacht worden. Und das ist toll. Und egal was, also, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann irgendwo aus der Zeitung was ausschneiden, was Schönes einkleben. Man kann, hat vielleicht eine Glückwunschkarte, ein Motiv vorne, wo einem gefällt. Man kann vielleicht selber was malen, wenn man sich das getraut oder so. Oder ja, es gibt viele Möglichkeiten. Und ich habe jetzt auch angefangen mit dieser Seite. Also ich bin heute in dem Video, was heute kommt. Ich habe auch mal... bin nicht in meiner Komfortzone geblieben. Meine Komfortzone sind halt meine Farbe, die ich mag. Ich habe heute tatsächlich mal, das ist halt so entstanden, auf einmal war da Farbe auf dem Blatt, wo ich denke, das ist eigentlich überhaupt nicht so, das ist gar nicht so meine Farbe.
Aber es ist passiert. Mir gefällt es auch. Also das ist gar keine Frage, sondern es ist eher so, dass ich überrascht war, wie gut mir das am Ende gefallen hat. Gerade auch mal Farbe zu nehmen, die eben nicht. Schätze. Die nicht einfach, wie sage ich jetzt? Ja, die sind einfach entstanden, diese. Ich bin jetzt irritiert, jetzt stehe ich wieder auf seinem Spielzeug. Hat er neben Salz. Kerle. So, jetzt. Das müssen wir das so dann noch sehen. Ich heb ihm jetzt seinen Kaustock mit meinen Füßen und er kaut dran rum. Muss ich euch jetzt ein Foto machen? Das müssen wir jetzt geschwind machen, sonst glaube ich mir das nicht. Wie wir hier agieren. Moment, das mache ich jetzt geschwind. Dann zeige ich euch, wie es hier gerade an meine Füße aussieht. Man beachtet meine Winterschuhe. Oh Gott, ich bin so am Friere im Moment. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, das sind meine Schuhe. Ja, die da. Und das ist sein Kauknochen. Und da hat er Spaß dran. Und der ist jetzt nicht so laut, dieser Knochen, wie dieses andere Ding, was er sonst immer gehabt hat. Das ist schon ein Spezialknochen aus, ich glaube, irgendeinem speziellen Holz, wo er keine Spieße und so bekommen kann. Und das gefällt ihm. Und da kann er eine Weile dran rumnagen, weil das Ding ist riesig. So, jetzt kaust du mal schön weiter in Ruhe. Und ich mache hier oben weiter. So, sind wir wieder da. Dann kann jetzt hier in Ruhe weiterkauen. So, wo waren wir? Ja, also ich habe heute eine Seite gestaltet und ich würde sagen, jetzt fangen wir gerade mal an. Ich zeige euch mal, wie ich angefangen habe. Das war ja der Tag, wo ich das Wanderheft tatsächlich auch auseinandergenommen habe und wieder, also das war dann der Sonntag. Und da sind wir doch noch spazieren gelaufen mit dem Lenny. Das hat euch so gut gefallen im Video. Am Schluss viele haben dann gesagt, auch wie schön ich da wohne und so. Und das stimmt auch. Also da, wo ich wohnte, machen andere Leute wirklich Urlaub. Und das war am letzten, an dem Video, wo ich das Journal da gerettet habe. Ganz am Schluss habe ich euch da so kleine Einspielung gezeigt von unserem Spaziergang. Und es hat vielen gefallen. Und in dem Video jetzt zeige ich euch auch nochmal gerade, wo wir da so ein paar Meter noch im Wald gelaufen sind. Und es war eben nach dem Spaziergang, habe ich mich dann da dran gemacht und habe die Seite gestaltet. So, ihr Lieben, jetzt sind wir da wieder von unserem Spaziergang. Und ja. Und ja, das ist jetzt für euch ein neues Video. Für mich ist es der gleiche Tag. Ich werde jetzt hier eine Seite gestalten in dem Journal von der Manuela. Und genau, da suche ich mir jetzt mal eine raus. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht ganz sicher, was ich mache. Also die Seite, die werde ich so lassen, weil das ist so ein Abschluss. Und hier ist jetzt eigentlich Platz für eine neue Seite. Die Seite lasse ich auch, weil ich finde, da kann sie selber mal irgendwas reinschreiben, wenn sie es möchte, oder einfach so lassen. Und die Seite jetzt, die werde ich jetzt, ja, an der werde ich jetzt arbeiten. Ja, das ist ein bisschen dickeres, grafikfärbtes Papier und das ist auch dickeres Papier, wo ich hier diesen von meinen digitalen Papieren diesen Druck drauf gemacht habe. Ja, und da ich noch gar nicht so richtig weiß, ob ich mit viel Farbe oder so irgendwas mache, tue ich einfach mal vorab jetzt schon beide Seiten einfach mal einstreiche oder so ein bisschen grundiere mit weißem Gesso. Weil weißes Gesso oder es gibt auch schwarzes Gesso, je nachdem, was ihr halt vorhin zu so machen, das ist quasi das, wie sage ich, das grundiert euch jede Oberfläche und da könnt ihr hinterher dann besser drauf arbeiten, ohne dass dem Papier unheimlich viel passiert.
Und das ist einfach eine gute Grundlage. So, hier noch mal so ein Abdeckpapier. Diese Papierle mache ich jetzt rein. Das ist eine andere Seite, dass da nichts irgendwie auf die andere Seite sich überträgt. Okay? Ja, jetzt streiche ich das einfach mal ein. Und das lassen wir dann als erstes trocknen. Auch wenn das schon weiß ist, das geht nicht darum, dass es eine weiße Farbe kriegen soll. Es geht darum, dass es einen Schutz bekommt. Ja, und als erstes, wenn ihr in so einem Wanderbuch arbeitet und ihr wisst noch gar nicht richtig, was ihr vorhabt, dann ist es einfach geschickt, wenn ihr vorab eine Schicht Gesso White in meinem Fall, also weißes Gesso, habe ich drauf gemacht. Das ist einfach, um die Seite zu schützen, weil man weiß ja noch gar nicht, vielleicht, also ich habe gar keinen Plan gehabt, ich wusste gar nicht, was ich genau vorhab, aber das ist für mich so ein Sicherheitsding, wenn ich so ein Gesso White schon mal drüber habe, dann kann ich hinterher auch mit Wasser und so drüber gehen. Dann saugt sich das Papier nicht so extrem voll und es ist einfach geschützt. Und ja, also das kann man machen, wenn man das hat, so ein Gesso White. Das gibt es zum Beispiel in jedem Actionmarkt. Das kostet gar nicht viel. Das ist übrigens was anderes wie weiße Acrylfarbe. Ein Gesso wird aus, da ist glaube ich viel Kalk drinne. Und das ist einfach eine andere Zusammensetzung wie weiße Acrylfarbe. Ja? Also das habe ich jetzt als erstes drauf gemacht. Ja, und dann, jetzt hat man so eine weiße Seite. Und das ist genau der Punkt, wo viele denken, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit der weißen Seite? Und es erschrickt mich oder mir fällt nichts ein oder ja. Dann guckt mal eure ganze Sache an, was so um euch rum in eurem Bastelzimmer auf euch wartet. Und da ist garantiert irgendwas, was jetzt auf so eine weiße Seite als Hintergrund drauf könnte. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde eine Schablone benutzen und werde mit der Schablone im Hintergrund einfach mit Strukturpaste was drauf machen. Dann ist schon mal die weiße Seite, ist zwar immer noch weiß, aber da ist dann Apps drauf passiert. Da ist was, wenn es trocken ist, was ihr dann auch anfassen könnt, wo ihr drüber fahren könnt. Und das geht wunderbar mit so einer Schablone. Und das machen wir jetzt. So, und jetzt können wir uns überlegen. Jetzt machen wir vielleicht erst, arbeiten wir jetzt erstmal am Hintergrund. Jetzt machen wir erst ein bisschen was mit so einer Schablone. Mal wahllos rein. Da bin ich mal überrascht, wo meine Hand hingreift, was da rauskommt. Hoffen wir mal, dass was ist. Aha, okay. So, die soll es heute sein. Okay. Die liebe ich. Fein, Sand und leicht. Die ist toll. Das ist so ein Dreier-Set von Marabu. Und die habe ich schon öfters benutzt. Ich glaube schon die zweite. Das habe ich mir tatsächlich schon nachgekauft. Weil das einfach richtig gut funktioniert. So, ich mache das jetzt gerade mal da oben drauf. Auf meine Abdeckung hier. So ein bisschen was. Und ich nehme so ein Spachtelmesser. Hätte ich auch gleich hier drauf machen können. Egal. So. Also man kann diese Schablone auch festmachen mit Washi-Tape oder so. Aber ich bin ja jemand, ich bin ja ungeduldig. Also ich mache es immer gleich so direkt über los. Und das muss euch jetzt nicht überall hinkommen. Das ist jetzt nur mal so ein bisschen der Hintergrund. Ich lasse jetzt mal kurz los. Holen wir da der Rest. Ich glaube, ich gehe einfach hier runter. Und lass hier so auflaufen. Und das hören wir, das ist echt Sand drin. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch selber machen. Ich habe es schon mit Acrylfarbe und einfach so Vogelsand, das mir selber angehört.
geht auch, ganz ehrlich. Zumal das probiere, können wir das auch mal machen. Viel günstiger natürlich. Aber so, wenn wir halt machen eine Tube auf und können gleich loslegen. Ich verstreiche das jetzt komplett. Ich nehme das immer wieder ab, dann wird er wieder da drauf hängen. Und dann streiche ich mir das woanders frisch rein. Bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich dann alles verbraucht. Und dann ist es gut. Die Schablone müssen danach natürlich, die müsst ihr schon sauber machen. Denn halt sonst ist die, können wir das vergessen. Die tun wir jetzt abziehen. Oh, wow, schön. Also das sieht gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sogar so gut, dass ich das jetzt auf der anderen Seite... vielleicht so ein bisschen noch reinlaufen lassen. Es ist noch nicht trocken. Ich habe gerade gelesen, dauert 2 bis 24 Stunden. Jedes Mal, wenn ich es benutze, lese ich das und denke, oh Mann, so viel Zeit habe ich nicht. Naja, aber ich habe es jetzt ein bisschen getrocknet. Es kommt natürlich darauf an, wie dick man das macht. Das kann man viel dicker machen und es ist ja eine recht dünne Schicht und es ist schon so handtrocken. Sagen wir es mal so. Ja, und als nächstes, also nur weiß in weiß, ist auch schön, kann man auch lassen, aber ich wollte halt ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen. Und das ist jetzt der Punkt, ich habe mir da Farbe ausgesucht, ich wollte es nicht, eigentlich wollte ich es nicht extrem bunt, aber dann habe ich mir ein paar Brusho-Farbe rausgesucht, das sind Farbpigmente, die habe ich schon ganz lang. Also ich weiß nicht, die Dösle sehen klein aus, aber da ist nur ein Loch oben reingestochen, also das macht man selber. Und dann verschließt man das mit so einer kleinen Pinnadel, dass euch das, wenn es umfällt, nicht rauskommt. Und das ist, also das ist so ergiebig. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt habe, vielleicht 1,5 Jahre. Also gefühlt sind die Dinger immer noch voll. Und ab und zu nehme ich die. Also, und das Brusho, das will ich demnächst mal probieren. Es ist einfach Farbpulver. Ihr könnt es zum Beispiel auch in einer Palette in so eine Mulde rein streuen, ein bisschen Wasser dazu, dann habt ihr wunderbare Aquarellfarbe. Also ihr müsst es nicht, wie ich das jetzt mache, da aufs Papier streuen und dann hinter Wasser drüber, aber wenn ihr das macht, wie es ich jetzt mache, also ich finde es jedes Mal total faszinierend. Ihr müsst euch das, also ich habe es euch auch so aufgenommen, dass ihr richtig ganz nah dabei seid mit der Kamera. Das ist toll, wenn sich das dann so verflüssigt, also ich könnte stundenlang zugucken und also es ist einfach mega, was da passiert. Da können wir jetzt zugucken. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen Farbe bringen. Das Einzigste, was ich so an Farbe habe zum Sprühen, das ist, wo habe ich es denn? Ich habe nur einen, so ein Distress Ink und das ist mein Walnuss Stain. Das ist natürlich einfach nur braun. Ja, darum. Also jetzt werde ich meine Brushes benutzen. Die sind hier drinnen. Weil das ist immer echt ein ganz, ganz so ein toller Effekt, finde ich. Und von der Farbe her mag ich heute ein bisschen braun und grün und dieses Schwarz. Eventuell oben ein bisschen blau. Dann müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ja, und das ist, das sind Brushos. Das sind Farbpigmente. Und die sind in den Töpfle drin. Also die habe ich jetzt schon ziemlich lang. Und ich habe da ein Loch reingestochen. Und ich habe mir so Farbmuster oben gemacht.
Und das sind Farbpigmente, die sind aus verschiedenen Farben gemacht. Darum ist da so was Rotes dabei und Grau und ein bisschen Blau. Das ist alles hier drin. Und ja, mit dem möchte ich jetzt... Ich hau da hinten ein bisschen drauf. Und genau, da sehen wir schon, da stürzt das Pulver so raus. Ich probiere jetzt nicht dahin zu pusten oder so, weil dann hätte man Spaß. Da ist das weiß gut wo. Nur nicht da, wo es sein soll. Das ist grün, obwohl das gelb aussieht. Ich schätze, ich kriege hier ein bisschen Probleme, weil es ja so bergab geht. Da muss ich nachher jetzt echt probieren. Jetzt mal gucken, wie ich das mache. Das ist blau. So. Und dann brauchen wir dazu einfach so eine Sprühflasche. Ich habe auch, muss jetzt gerade mal gucken, hier sowas. Das war mal da drin, ein Fixierspray fürs Make-up, wenn das jemand kennt. Und das sprüht ein bisschen feiner. Also wenn es noch sprüht. Ich muss das austesten. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Ich fange jetzt hier unten an. Und sprühe das jetzt dahin. Ich habe hier noch mein anderes Handy, weil ich das euch von ganz von der Nähe zeigen will. Das ist einfach nur toll. Achtung, ich sprühe. Wahnsinn, oder? Damit tun wir die Farbpigmente jetzt zum Leben erwecken. Und das sieht man jetzt auch, wie viele verschiedene Farben das sind. Und durch die Strukturpaste, die man jetzt dahin sehen, das setzt sich dann so halt drumherum. Klar, das fließt jetzt hier zusammen. Wenn ich jetzt mal mit dem Tuch das ein bisschen hier aufsauge, weil ich will nicht, dass es durchs ganze Journal wandert, dass ich hier in der Mitte aufpasse. So, dann sprühen wir da oben. Da sind wir. Dann natürlich das jetzt auch wirklich mit Wasser vermischen. Mit Wasser. Mit eurem Pinsel könnt ihr das jetzt da euch verteilen. Ist ja nichts anderes wie Farbe. Und da spiele ich jetzt mal einfach ein bisschen mit rum. Ja, wenn ihr es gesehen. Also es ist doch toll. Und das könnt ihr, ich habe so ein Brush-Set, da sind viele verschiedene Farben drin. Und das ist wirklich einfach. Verschiedene Farben drauf gestreut, Wasser hin nachher. Mit dem Pinsel so ein bisschen drin rumwischiwaschi gemacht und getrocknet. Mega. Also richtig toll und ganz einfach. Also ich finde, es sieht ein bisschen aus, wie wenn man mit den Sprays da rummacht.
Nur ich glaube, diese Brushos sind viel ergiebiger. Ich glaube, das hält viel länger als wie jedes Sprühfläschle, was man da für viel Geld kaufen kann, wo so, was weiß ich, 20, 30 Milliliter drin ist. Ich habe schon überlegt, ich probiere das demnächst mal selber. Ich nehme so Brushopulver und mache das in so Sprühfläschle rein. Ich bin überzeugt, das ist eigentlich fast das Gleiche. Es ist kein Oxide. Es wird sich nicht so verändern, aber ich glaube, man kann das auch super sprühen. Das steht auf meiner To-Do-Liste, genau. Ich muss nur solche Sprühfläschle irgendwo besorgen. Ja, und jetzt war der Hintergrund drauf und dann habe ich diese erhabene Fläche da, dieses von der Strukturpaste. Mit dem kann man natürlich, das kann man so ein bisschen noch hervorheben, indem man, Moment, ich muss gerade den Stock da unten festmachen. So, Schätze. Warte mal. So, jetzt. Jetzt passt es wieder ein bisschen besser. Wo war ich? Moment. Ah ja, die Strukturpaste, das ist ja diese erhabene Fläche. Die kann man natürlich jetzt noch ein bisschen hervorheben. Und das mache ich ja fürs Leben gern mit meiner goldenen Wachspaste. Und das habe ich jetzt natürlich auch wieder gemacht. Und ich habe dann noch, ich habe so eine braune noch gehabt. Die habe ich mal geschenkt bekommen, aber die ist sehr ausgetrocknet. Also da habe ich, aber das sehen wir dann, wenn da irgendwann mal, wenn ich mit dem Finger so was Braunes drauf mache, das war so eine braune, sandige Strukturpaste. Und ja, also da, das verändert direkt nochmal das Bild. Ja, das machen wir jetzt. Okay, da wird es ist auf die Rückseite gegangen. Oder kann ich ja die Seite mit der nächsten Seite verklebe. Dann sieht man das nicht mehr. Jetzt ziehe ich hier mal mein, jetzt habe ich fast gesagt, mein goldenes Fingerle an. Das ist diese goldene Wachspaste. Die liebe ich. Also das kennen wir, das spielt fast immer in meine Videos mit. Und ich probiere jetzt mal hier quasi. Muss das mal gucken, ob ich das mitfilmen kann. Ganz vorsichtig so über mehr so über die Oberfläche dazu gehe. Brauche noch mal ein bisschen. So sieht es aus. Und dann so vorsichtig über diese erhabene Stelle fahre. Ja, das setzt sich natürlich auch in der Mitte ab. Sehr. Sind mal so ganz andere Farbe, finde ich, als wie ich sonst normalerweise nutze. Ne? Aber es macht nichts. Man kann sich ja einfach mal auch was anderes getrauen. So, und jetzt haben wir unseren Hintergrund, ich würde sagen, fertig. Natürlich kann man da noch ganz, ganz viele Sachen damit machen. Man könnte noch irgendwo was hinstempeln oder so zum Beispiel. Könnte auch mal. Ja, aber man könnte stempeln noch, was können wir noch machen? Man könnte ein paar Spritzer draufhauen irgendwie, dass dann noch mehr drauf stattfindet. Aber ich finde, die Farbe, die ich jetzt schon genommen habe, da war schon mächtig was los. Und jetzt kommt es noch, also eigentlich, also über die Hälfte vom Weg haben wir jetzt schon erledigt. Und jetzt müssen wir noch diesen, man sagt immer, diesen Fokuspunkt finden. Also da, wo der Fokus, also wenn man die Seite aufschlägt, wo die Leute drauf gucken, sofort. Also das ist dieser Fokuspunkt. Und den gestalten wir einfach. Das kann man machen, indem man zum Beispiel, also ich nehme halt gern diese Tim Holtz Figur, weil, wie sage ich jetzt, hat man es einfach damit.
Man kann aber auch genauso gut aus einem Buch irgendeine Blume ausschneiden oder so oder aus einer Zeitschrift irgendwas ausschneiden, was einem gefällt. Ich habe halt nun mal diese Tim Holtz-Figürle und da habe ich mir jetzt eine ausgesucht. Oder ich suche mir gleich eine aus. Moment. Ich schätze, ich hebe es so. Da suche ich mir jetzt gleich eine aus und meine, so Figürle auf so einer, ich habe jetzt eine Doppelseite gemacht, das Figürle ist da fast untergegangen. Das war ein bisschen zu klein. Und darum habe ich mir gedacht, da muss noch was dazu. Und da können euch dann wiederum Stempel helfen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, was ich da für einen Stempel ausgesucht habe. Ihr werdet vielleicht ein bisschen euch wundern, weil das ist so, passt eigentlich gar nicht zusammen, aber ich finde, es passt doch zusammen. Also, geht los. Vielleicht finde ich da was, wo ich da benutzen könnte. Ihr könnt auch in Zeitschriften oder so gucken und euch da eine Figur rausschneiden. Diese Tim Holtz-Figuren haben halt den Vorteil, die sind halt so aus Pappe. Das ist nicht so dünn. Wisst ihr, was ich meine? Aber die sind ein bisschen klein. Meine große habe ich leider schon alle fast benutzt. Das ist ein großes noch, wo ich noch habe. Das ist süß. Und das Ehepaar, ne, das nehmen wir jetzt nicht. Zwei Jungs vielleicht. Ich finde ja, das ist so ein bisschen eher so Jungsfarbe heute. So, bei den Figürler, da müssen wir gucken, dass sie manchmal noch so, ist das nicht so richtig ausgestanzt. Da müssen wir da noch manchmal was entfernen, wie bei ihm jetzt da hier zwischen der Beine, wobei ich gerade überlege, wie es dann aussieht. Schauen wir mal. Jetzt hat er halt dünne Steckele, aber das wird wohl so gewesen sein. Ah, die sind süß. Sehen aus wie Brüder und der sieht aus, wie wenn der sich an was anlehnt. Ne? So. Und jetzt ist halt, an was lehnt er sich an? Da müssen wir uns jetzt irgendwas, finde ich, überlegen, wo das sich anlehnen kann. Das ist jetzt eine gute Frage. An was könnte er sich jetzt anlehnen? An dem Haus? Wie wäre das? Das ist so surreal natürlich, aber ich glaube, sieht ganz schlecht aus. Das testen wir. Ich druck das mal auf ein extra Papier. Diesen Stempel kann ich euch nicht sagen, wo ihr den herkriegt, weil ich habe viele meiner Stempel einfach auf eBay gebraucht gekauft. Diesen hier auch. Also es ist ein Lablanche-Stempel. Lablanche heißt die Firma. Und ich kann euch nicht mal sagen, wie alt er ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich habe ihn auf eBay gesehen und war direkt drin verschossen. Ich fand ihn richtig toll. So, Daumen drücken. Okay. Zeig unter. Ah, Susanne. Zeig ich den unter abgesägt. Nummer. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Alla. So. Aha. Ah, der ist doch schön, oder? Super schön. So, das schneide ich jetzt aus. Schön. Finde ich super schön. Papier. Aus dem Mülleimer holen wir jetzt Papier raus. Da machen wir jetzt ein bisschen mehrere Lagen Papier hin und drauf. Dann hat es ein bisschen, kommt es ein bisschen höher. Und da das recht stabil ist, kann man das gut machen. Sind die eigentlich? Die sind da. Genau. Lasse ich dann jetzt hier drauf.
Ich glaube, da machen wir unten so ein bisschen eine Collage hin, vielleicht mit Buchseite oder so. Ich brauche jetzt erstmal Abstand. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich komme dann irgendwann wieder dazu. Ich komme irgendwann wieder hierher und werde dann weitermachen. Weil im Moment habe ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen blockiert. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, mit dem ich überhaupt nicht dann zufrieden bin, mache ich jetzt einfach mal eine Pause. Das ist immer gut, wenn man einfach mal kurz nicht mehr weiter weiß. Dann muss man mal weg hier. Einfach weg. Das mache ich jetzt. Nachher bin ich wieder da. Für euch geht's eine Sekunde. Ich habe mich für dieses Haus entschieden. Moment. Oh, Schätzle. Boah, das Ding ist ekelhaft. Oh. Es ist abgesabbert. Pfui. Also ich habe mich für dieses Haus entschieden. Das ist so ein La Blanche-Stempel. Also ich kaufe ganz viel gebraucht. Wirklich bei eBay. eBay Kleinanzeiger oder das normale eBay. Und ja, einfach weil ich gern Geld spare. Das ist halt nun mal so. Und wenn ich dann, und ich kaufe auch gern einfach, wie sage ich jetzt, also es muss bei mir nicht immer das Neueste sein. Ich kann euch nicht mal sagen, wie alt dieser Stempel ist da mit diesem Haus. Weiß ich nicht, weil ich mich da gar nicht mit auskenne. Der kann uralt sein, der kann auch neuer sein. Ich habe keinen Plan. Ich habe so eine, es war so eine, also es hat jemand verkauft. Es waren mehrere Stempel, also ich habe da mehrere gekauft. Und es war über einer davon. Und mir ist das aber auch egal. Also wenn mir das Motiv gefällt, dann kaufe ich das. Ist übrigens mit meinen Klamotten auch so. Also fast alles, was ich anhabe, ist Secondhand. Mittlerweile. Also früher war das nicht so, aber mittlerweile sage ich mir, also ich
mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung. Ich kaufe bei Momux Fashion ein. Viele Sachen und es ist gebrauchte Sachen sind es. Und ich weiß, welche Marken ich mag und ich weiß, welche Marken quasi gute Qualität liefern. Und da kann ich mir das genauso aussuchen, wie ich das möchte. Ich gucke mir die Fotos an und ich finde den Gedanke dahinter, dass das Klamotten oder Schals, der Schale zum Beispiel ist auf und da, solche Sachen. Andere Leute gefällt es nicht mehr, weil sie es schon lange getragen haben. Die würde es vielleicht in so einen Sack da reinschmeißen und dann wird es zerschreddert. Das finde ich schade, weil an dem Schal ist nichts dran. Der sieht nur aus wie neu. Und ich habe den jetzt gekauft für wenig Geld, weil ich würde mir den neu für 80 Euro nicht kaufen. Das ist mir zu viel Geld. Also das ist, sorry, da hört es bei mir dann irgendwo auf. Aber so gebraucht, wenn er mir gefällt, kaufe ich das. Und habe ich auch gar keinen Stress mit, dass das schon mal jemand angehabt hat. Das mich stört es gar nicht. Und wenn ich so gebrauchte Sachen kaufe, klar, ich gucke dann schon, dass der Zustand echt in Ordnung ist. Ich beschreibe die ja auch. Also bei Momux ist das toll gemacht. Da beschreibe die der Zustand. Und wenn es einen Schönheitsfehler hat, dann schreibe die hin kleine Schönheitsfehler. Das lasse ich dann. Das möchte ich nicht. Ich möchte Zustand sehr gut. Und dann kaufe ich auch noch die Sachen und die kommen meistens, würde ich mal sagen, tatsächlich wie neu. Und das finde ich toll. Und ich zahle vielleicht ein Drittel von dem, was es in Original oder in neu gekostet hat. Und ja, und so mache ich es. Jetzt sind wir abgeschwiffen wieder. So mache ich es einfach mit meinen Stempel auch. Und mit vielen anderen Sachen, mit Tim Holtz Stanze und so mache ich das auch so. Ich habe dann nicht die neueste Stanze. Ich habe halt gebrauchte ältere, aber ich habe viel Geld gespart und ich kaufe es einfach. Ja, wenn es mir gefällt. Also einfach nur, wenn mir das Motiv gefällt. Jetzt wischt er hoch. Okay. Muss ich euch mal das Ding zeigen. Also Leute, die jetzt irgendwas Komisches denken. Das ist ein Hunde-Kauspielzeug. Das gehört dem Lenny. Der guckt jetzt ganz verwirrt. Kriegst du wieder her. Da kann er eine Weile, also ich glaube, das reicht bis in die nächsten 5 Jahre, oder da noch dran rumkauen. Das ist auch so ein Ding. Da habe ich gedacht, oh, das ist eine schöne Größe, da haben wir jetzt mal eine Weile eine Ruhe dran, oder haben wir eine Weile mit beschäftigt und da kaut er tatsächlich schon Wochen schon dran rum. Ja. Ja, er hat seinen Spaß und wir haben unsere Ruhe einigermaßen, ein bisschen hört man. So, bin wieder abgeschwiffen, wie immer. Also ihr habt gesehen, ich habe diesen Stempel benutzt und ich habe den auch durchgeschnitten, das ist ja auch sehr. Ich habe dann irgendwann, da dachte ich nämlich, das ist ein bisschen schwierig, weil mir klappert das Buch immer wieder auf und zu. Und darum dachte ich dann, ich schneide das Haus jetzt einfach mal in der Mitte durch. Also quasi wie Doppelhaushälfte, nee, nicht wirklich, aber es war eine gute Entscheidung, das so zu machen. Psst. Bin noch nicht fertig, muss nur kurz warten. Es war eine gute Entscheidung, das so zu machen und ja, jetzt kann man das gut auf und zu klappen. Okay? Ja, und dann kommt noch ein paar Spritzerles, die noch drauf kommen. Oder ich weiß gar nicht, ob er die jetzt schon gesehen hat. Und dann noch ein bisschen ein Spruch dazu. Und dann war es das. Viel mehr muss nicht sein. Also ich habe dann, Moment, ich muss selber gerade gucken. Ah ja, jetzt wäre ich ja fast mit der Seite fertig gewesen. Und dann ist es ein bisschen auf die nächste Seite doch rübergegangen mit der Farbe. Ich habe da ein bisschen zu wild rumgemacht mit zu viel Wasser. Es war zu viel Wasser. Hätte ich ein bisschen mich zurückhalten sollen. Aber das macht auch nichts. Da sind so viele Seiten jetzt in dem Buch drin. Ich habe die nächste Seite einfach oben und unten Klebstoff hingemacht und dadurch habe ich da eine Tasche gemacht gehabt. Und in die Tasche habe ich jetzt da Manuela Kärtle geschrieben, wo ich dann da aus reingesteckt habe als Nachricht. Das ist ja immer schön, wenn ihr in so einem Wanderheft schaffe, dass ihr da irgendwo noch so eine persönliche Nachricht hinterlasst, mit eurem Namen auch, dass die Person, der das Wanderheft gehört, auch in 5 Jahren noch, wenn sie es nochmal durchblättert, weiß, ah, das war von der Susanne von Bollenhutart, das war die Seite und durch das, dass es auf dem Kärtle drauf stand, wird sie sich da immer dran erinnern. Darum macht man da nochmal irgendwo was Persönliches hin. Ich wollte das jetzt nicht direkt auf der Seite machen, sondern versteckt.
Außer eben habe ich dieses Kärtle gemacht und das Ganze da raushole und ja, könnte es lesen und dann wird er da reinstecken. So, und das war's jetzt eigentlich. Ich hoffe, es ist vielleicht eine kleine Anregung wieder für euch gewesen. Probiert es gern mal aus. Macht euch nicht so viel Gedanken. Fange einfach an. Hauptsache, es ist irgendwas drauf. Und da gibt es übrigens eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke die euch auch unter drunter, wenn ich dran denke. Über alle Seiten, wo ich in den Wanderhefte bis jetzt gestaltet habe. Und die sehen alle anders aus. Also da könnt ihr euch ein bisschen Anregung holen, wenn ihr Lust habt. Also es muss ja nicht immer Wanderheft sein, es kann in eurem Junk Journal sein oder so. Gell? Also es hat ja gar nichts damit zu tun mit Wanderheft eigentlich. Es geht einfach nur darum, Seite zu gestalten. Und ich habe da schon ganz viele jetzt gemacht. Also einige Videos gibt es da und die sind da zusammengefasst in dieser Playlist. So, jetzt haben wir genug geschwätzt. Der Lenny, der liegt jetzt hier neben dran, der will jetzt schlafen, der will jetzt seine Ruhe. Und das gönnen wir ihm jetzt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen. Bis dann. Tschüss. Kannst du schön schlafen auf der Kuscheldecke, gell? Machen wir dich wieder ein bisschen zudecken. So. So, der schlaft jetzt. Wir schaffen jetzt was. Und tschüss.